Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe es mir jetzt hier in meinem Büro sozusagen ein bisschen mit euch gemütlich gemacht, mit einer Tasse Kaffee. Und ja, wollte euch einfach mal von einer großen Neuigkeit berichten. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr vielleicht schon ein bisschen mehr. Ich empfehle euch unbedingt auch mir da zu folgen, wenn ihr so ein bisschen mehr Einblicke auch in meinen Alltag haben wollt. Und ich fange einfach mal ganz von vorne an. Es gab im Mai, war das glaube ich, schon mal ein Video dazu, in dem ich schon so ein bisschen angeteasert hatte, hey, ich möchte was machen, ich möchte mich weiterbilden, ich habe da was in Aussicht, ich habe mich angemeldet und ja, habe euch gesagt, sobald es konkret ist, sobald ich da mehr weiß, sobald es wirklich auch bestätigt ist, sage ich euch, um was es geht und vor allem nehme ich euch auch sehr, sehr gerne mit. Aber ich gehe jetzt einfach noch mal einen Schritt weiter nach vorne. Ich habe mich ja vor jetzt mittlerweile 2,5 Jahren selbstständig gemacht. Ihr wisst hier mit Muckliwunder, mit meinem Babybauchclub. Das ist ja ein organisatorischer Geburtsvorbereitungskurs für euch, den ich entwickelt habe, um euch wirklich in allen organisatorischen Belangen in eurer kompletten Schwangerschaft zu begleiten. Und das ist wirklich mein Baby, mein absolutes Herzblut. Und ich gehe da auch total drin auf. Ich liebe es, meine Mädels da zu begleiten, sie zu unterstützen und einfach mit ja, meinen Erfahrungen einen absoluten Mehrwert in der Schwangerschaft zu liefern. Und das ist natürlich mein absoluter Traum, da 100% selbstständig drin zu arbeiten. Was ich aber auch dazu sagen muss, es muss natürlich auch finanziell funktionieren, da 100% sich darauf zu konzentrieren. Ich meine, wir haben hier ein Haus gekauft, wir haben 2 kleine Kinder, das muss natürlich auch alles finanziell abgesichert sein. Und ich habe mir, das ist jetzt wirklich schon mehr als ein halbes Jahr her, Gedanken gemacht, wo möchte ich eigentlich grundsätzlich hin. Ich habe da, wie gesagt, auch vor kurzem schon mal ein bisschen auf Instagram zu berichtet, einfach so ein bisschen auch meine Gedanken geteilt und habe gedacht, ich werde auch nicht jünger und ich muss einfach irgendwann mal an den Punkt kommen, dass ich sage, das ist genau jetzt diese Richtung, in der ich mir meinen weiteren beruflichen Werdegang vorstelle. Wie geht es mit meinem Arbeitgeber weiter, bei dem ich noch angestellt bin und bei dem ich ja gerade in Elternzeit bin? Wie geht meine Selbstständigkeit weiter? Was ist eigentlich wirklich die konkrete Richtung, auf die ich letztendlich hinaus will? Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht unglücklich bin bei meinem Arbeitgeber. Ich sage das immer wieder, ich habe einen tollen Arbeitgeber, ich habe da einen tollen Job. Es ist alles wunderbar. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich verändert habe. Also seit der ersten Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn und natürlich auch der darauf folgenden Geburt habe ich einfach gemerkt, das sind Themen, die haben in mir unglaublich viel verändert. Das hat mich als Mensch verändert. Ich bin von einer Frau zu einer Mutter geworden, was, glaube ich, mit die größte Veränderung ist, die eine Frau in ihrem Leben, glaube ich, machen kann. Ich, wie gesagt, habe mich von meiner Person verändert, ich habe mich aber auch von meinen Interessen geändert. Ich habe wirklich gemerkt, dass dieses ganze Thema Schwangerschaft, Geburt, erste Zeit mit Baby, dass mich das so mitnimmt. Ich habe das davor schon so ein bisschen gemerkt, dass, ja, wenn Freundinnen bei mir schwanger geworden sind, dann war ich immer so gleich, wow, voll gut und ne, habe mich da wirklich vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt mitgefreut. Es hat mich immer total mitgerissen und habe das dann eben ganz, ganz, ganz speziell gemerkt, als ich in dieser Situation war, ja, dass mich das einfach unglaublich erfüllt, auch dieses Thema. Und das ist immer, immer mehr geworden, diese Leidenschaft dafür. Und dementsprechend habe ich mich natürlich jetzt auch in die Richtung selbstständig gemacht. Und ich merke, habe wirklich vor ein paar Monaten, als ich mir diese Gedanken gemacht habe, gemerkt, das reicht mir nicht. Also ich bin wirklich unfassbar stolz darauf, was ich hier alles selbstständig erarbeitet habe, entwickelt habe. Ich habe mich an Themen rangetraut, von denen ich vorher null Ahnung hatte, sei es jetzt eine Webseite bauen, einen Mitgliederbereich aufbauen, mich mit dem ganzen Thema filmen, Videoschneiden und so weiter. Also alles, was so damit zu tun hat, hatte ich vorher noch nichts mit am Hut. Ich bin da wirklich unglaublich stolz drauf und ich weiß auch, dass mein Online-Programm wirklich gut ist. Wie gesagt, ich habe gemerkt, es reicht mir aber nicht. Und ich habe aber immer, ich wusste nicht so ganz, wohin das weitergehen soll. Natürlich kam dann irgendwann auch der Gedanke, je mehr man sich eben auch mit dem Thema beschäftigt, Hebamme, oh mein Gott, Hebamme, das ist wäre mein absoluter Traumberuf. Also das wusste ich ehrlich gesagt schon länger.
dass das so wirklich eine Richtung wäre, wo ich ohne zu zögern einschlagen würde, wenn ich eben die Möglichkeit dazu hätte. Und muss ich aber sagen, kriege ich aktuell mit meiner Lebenssituation tatsächlich nicht hin. Also das Hebamme ist ja mittlerweile kein Ausbildungsberuf mehr, sondern wirklich ein Studium, ein zeitintensives Studium, was auch absolut gerechtfertigt ist. Und so gern wie ich es machen würde, in die jetzige Lebenssituation passt es einfach nicht rein mit zwei kleinen Kindern. Ich würde in der Zeit bis auf die Selbstständigkeit eben hier mit meinem Babybauchclub ohne Einkommen sein. Und das ist einfach mit unserer jetzigen Familiensituation so nicht abbildbar. Ich will es nicht für die Zukunft komplett ausschließen. Vielleicht öffnet sich die Tür irgendwann nochmal. Und da würde ich mich auch unglaublich drüber freuen, weil das wäre wirklich was. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen auch zu einem Lebenstraum von mir geworden. Also ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, das irgendwann mal noch zu machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Passt jetzt, wie gesagt, aber aktuell nicht rein. Und es hat sich Anfang des Jahres ergeben, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe und die sich auch online selbstständig gemacht hat. Und mit ihr habe ich so ein bisschen gesprochen und sie hat erzählt und sie hat sich eben ähnliche Gedanken gemacht. Also sie kommt aus einem ganz anderen Bereich und ist da aber ähnlich so, wow, Schwangerschaft und Baby und nimm. Also sie kann da meine Leidenschaft absolut verstehen und genau. Und sie hat zum Beispiel gesagt, also grundsätzlich interessiert sie dieses Thema auch und sie hat eben auch überlegt, was sie weitermachen soll. Und sie hat dann einfach gesagt, ja, sie hat sich immer überlegt, ob nicht vielleicht Stillberaterin was für sie wäre als Weiterbildung und dann eben vielleicht an einer Klinik da, auf einer Wöchnerinnenstation damit dann eben zu arbeiten oder dann eben auch freiberuflich dann die Stillberatungen zu machen. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ja cool, okay, es klingt super spannend und was brauchst du da für Voraussetzungen, um Stillberaterin zu werden? Musst du da einen medizinischen Hintergrund haben und so weiter? Und hat sie so ein bisschen erzählt, dass es zwar wohl hilfreich ist, aber nicht zwingend notwendig und so weiter. Und haben wir uns eben noch so ein bisschen unterhalten und dann war es tatsächlich so, dass ich im Nachgang in diesem Gespräch, ich glaube, das war sogar noch am gleichen Abend, hat mir dieser Gedanke tatsächlich keine Ruhe gelassen. Das ist wirklich wie so ein kleines Samenkorn gewesen, was dann irgendwie in mir angefangen hat zu wachsen. Und dieser Gedanke, der blieb irgendwie. Und da habe ich gedacht, ja, Stillberaterin würde ja irgendwo auch hier zu meinem Thema passen. Interessiert mich auch super, super doll. Ich still ja meinen zweiten Sohn jetzt immer noch und er ist jetzt fast anderthalb Jahre alt. Und ich finde, es ist ein super komplexes Thema, ein sehr spannendes Thema und ein Thema, wo, glaube ich, auch noch viele Mythen überwiegen, wo viele Unwahrheiten auch kursieren und wo eben eine Mutter auch wirklich ganz arg auch dran verzweifeln kann, wenn sie möchte und es klappt aber nicht. Und da habe ich gedacht, das wäre wirklich was, wo mein Interesse da wäre, wo ich auch tatsächlich machen könnte, wo jetzt eine Ausbildung jetzt nicht super ewig lang dauert und wo ich denke, ich wirklich auch das sowohl mit einem Online-Bereich als aber auch mit einer persönlichen Beratung hier in der Umgebung verknüpfen könnte. Und habe mich dann eben angefangen zu informieren. Und das ist eben das, was ihr in diesem Video ich glaube, es war wie gesagt Mai, gesehen habt. Ich habe mich da super intensiv mit beschäftigt, habe unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten mir angeschaut. Das wird ja in zahlreichen Varianten angeboten von zahlreichen Anbietern. Und für mich war aber ganz schnell klar, wenn ich sowas mache, dann muss das bei mir wirklich Hand und Fuß haben und es muss vor allem auch, diesen Abschluss, den man da macht, der muss halt irgendwie auch Gewicht haben. Also ich möchte, dass das wirklich anerkannt ist, weil ich eben einfach diesen medizinischen Hintergrund, diesen Hebammenhintergrund nicht habe, sondern ich möchte dann wirklich was haben, wo ich dann vorweisen kann, sag mal hier, ich bin zwar keine medizinische Angestellte, habe kein medizinisches Wissen, aber habe mich mit diesem Thema so fundiert befasst und habe das bei dem und dem Anbieter gemacht, dass ich wirklich sagen kann, ich bin darin ausgebildet, ich habe darin wirklich fundiertes Wissen und ich kann dir weiterhelfen. Also ich wollte es nicht über irgendwie, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber über eine XY-Fernhochschule machen, weil der Begriff Stillberaterin ist tatsächlich nicht geschützt. Also da gibt es keine Regularien, das und das und das musst du erfüllt haben, dass du dich dann eben so nennen darfst. Und das ist eben auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Und
Habe mich dann eben für eine bestimmte Schule entschieden gehabt, die auch wirklich meines Wissens nach in Deutschland führend ist, und habe mich dann da auch mit der Ansprechpartnerin unterhalten und so weiter. Und Problem an der Sache ist, dass genau diese Schule eben aufgrund der Tatsache, dass viele jetzt gerade den Wunsch haben oder seit einigen Jahren vielleicht auch schon Stillberaterin zu werden, und dass auch wie gesagt, ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, ich gebe nur das weiter, was man mir gesagt hat, und ich kann es aber irgendwo auch nachvollziehen, dass Mütter, die selber gestillt haben, sagen, hey, das interessiert mich, das finde ich toll, ich möchte da auch meine Erfahrung weitergeben, machen das eben und verwischen aber teilweise so ein bisschen diesen Beruf, sage ich mal, weil es eben einfach dann nicht mehr nur das, was tatsächlich gelernt wurde, weitergegeben wird, sondern das auch so ein bisschen mit den eigenen Erfahrungen vermischt würde. Und es konnte praktisch wirklich jeder, der Interesse am Stillen zeigt, also man braucht da keine Vorkenntnisse bisher für, konnte eben diesen Weiterbildungsgang machen. Und da hat eben diese Schule irgendwann gesagt, das möchten wir nicht mehr. Wir möchten wirklich, dass Mütter, die diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen, weil es wirklich notwendig ist, weil die da Hilfe brauchen, weil sie vielleicht auch verzweifelt sind und weil es nicht mehr anders klappt. Die sollen wirklich die Hilfe bekommen, aber mit Fachwissen, mit ja, einfach einem fundiertem Abschluss. Und die stellen eben gerade ihr System um. Das heißt, es kann nicht mehr jeder, der nur Interesse hat am Stillen, diesen Weiterbildungslehrgang machen, sondern man muss da jetzt eben eine gewisse Vorkenntnis mitbringen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich medizinischer Hintergrund kann man auf jeden Fall machen. Es sind aber auch zum Beispiel Trageberaterinnen und so weiter. Also einfach die schon so ein bisschen auch Kontakt mit Familien haben. Ja, die da einfach so eine gewisse Vorkenntnis in bestimmten Bereichen mitbringen. Und die haben das eben, stellen das jetzt eben gerade um. Zwar erst für nächstes Jahr, aber dementsprechend ist eben für dieses Jahr wirklich alles schon ausgebucht gewesen. Sie hat mich jetzt zwar auf die Warteliste genommen zu dem Zeitpunkt, hat aber gesagt, dadurch, dass die umstellen, glaubt sie nicht, dass ich so weit nachrücke, weil die Warteliste war auch schon relativ lang, dass es eben für mich dieses Jahr dann noch zu einer Ausbildung kommt. Wie gesagt, ich kann das absolut verstehen. Ich stehe da auch tatsächlich dahinter, weil ich habe mir ja diese Schule nicht umsonst ausgesucht, war dann natürlich aber dementsprechend ein bisschen traurig, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt dann einfach zu irgendeiner x-beliebigen anderen Weiterbildungsstätte gehe, dann widerspreche ich ja eigentlich dem, was ich da eigentlich mir überlegt hatte. Und dann ist da so ein bisschen, ja, Gras drüber gewachsen, sage ich mal. Ich habe mir zwar weiterhin Gedanken gemacht, aber musste mich da irgendwie erstmal auch so ein bisschen gedanklich umorientieren, weil ich mich eigentlich schon so ein bisschen da auch gesehen habe. Also habe mir da super viele Gedanken auch schon gemacht, wie ich das letztendlich auch umsetzen kann. Und ja, war da eben auch voller Euphorie, voller Begeisterung und für dieses Thema, und ja, habe mich eigentlich echt schon drauf gefreut. Und ich finde, es ist so schade, wenn man ja sich einfach überlegt, diesen Schritt zu tun, und dann klappt es halt nicht. Das ist dann irgendwie, das ist erstmal so, da muss man sich erstmal, finde ich, so ein bisschen wieder aufrappeln. Und ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber sonst würde ich dieses Video jetzt nicht machen, und deswegen gab es ja auch auf Instagram schon eine Ankündigung. Da habe ich ein kleines Reel gedreht, in dem ich euch sozusagen mitgenommen habe, exakt in dem Moment, in dem ich mich für eine Weiterbildung angemeldet habe, die jetzt tatsächlich mir auch die Anmeldebestätigung zugeschickt hat. Und das war für mich tatsächlich ein super ergreifender Moment, weil das nochmal, es ist keine ganz andere Richtung, aber sie ist vielfältiger. Und ja, ich war mir eigentlich tatsächlich relativ sicher, dass ich auch angenommen werde. So ein bisschen, ja, Restskepsis oder ja, Ungewissheit bleibt natürlich. Aber es hat sich noch mal ein bisschen anders angefühlt, wie als ich mich für dieses Stillberaterinnen-Thema angemeldet habe. Weil ich mich, glaube ich, zumindest im jetzigen Moment, da noch mal ein bisschen mehr drin sehe, weil es wirklich, ja, nochmal eine intensivere Geschichte ist. Und ja, es haben ja unter meinem Reel auch einige geraten. Ist es vielleicht, also Stillberaterin war dabei, ich meine Trageberaterin war dabei, Schlafcoach war dabei, Hebamme tatsächlich haben ein paar geraten, aber ja, wie gesagt, das ist ja zum jetzigen Zeitpunkt leider raus. Was aber auch dabei war, und das ist tatsächlich die richtige Antwort, ist: Ja, ich werde ab Oktober eine Weiterbildung zur Doula machen. Und ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff gängig ist, ob ihr wisst, was sich dahinter verbirgt.
Man kann eine Doula als eine Geburtsbegleiterin sehen. Also es geht ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, es ist das Gleiche, ist es nicht. Aber es geht in die Richtung einer Hebamme. Und zwar eine Doula ist wirklich eine Geburtsbegleiterin, die Frauen, aber auch die ganze Familie, also auch den werdenden Papa, vor der Geburt, während der Geburt und auch nach der Geburt begleitet. Das heißt, da geht es dann tatsächlich nicht um diesen medizinischen Aspekt. Also da ist eine Doula nicht befugt, in medizinische Belange einzugreifen. Man bekommt zwar in dieser Ausbildung einen gewissen kleinen medizinischen Hintergrund, aber das Kernthema einer Doula ist eigentlich wirklich das Beschäftigen, also dieses Stärken, dieses Mutmachen, dieses Herausfinden, was möchte die Mutter, was hilft ihr, also vorbereiten zum Beispiel, sich Gedanken über einen Geburtsplan machen und vielleicht auch Ängste nehmen, vorherige Traumata aufarbeiten, stärken, vielleicht auch kleine Unannehmlichkeiten lindern. Ich glaube, da gibt es auch gewisse Massagetechniken, die man da lernt, die man dann anwenden darf. Also wie gesagt, es geht, es ist so eine Light-Variante. Man darf sehr viel, aber eben gerade in dem medizinischen Bereich ist es durchaus verständlich absolut eingeschränkt. Dann hat man eben die Möglichkeit, tatsächlich während der Geburt zu begleiten. Das heißt, für die Mutter da zu sein, sie zu bestärken, ihr Mut zu machen, unterstützen durch Massagen, aber eben auch für den werdenden Papa da zu sein und einfach nochmal als unterstützende Kraft, als Geburtsbegleiterin mit vor Ort zu sein und dann eben auch die Betreuung danach. Und ich finde es super spannend, super faszinierend und man hört ja so viel, es ist Hebammenmangel, man schaut direkt nach dem positiven Test nach einer Hebamme und alle sind aber schon ausgebucht und dann steht man eben alleine da. Und ich glaube, dass eine Doula eine ganz, ganz tolle Alternative sein kann, an die man sich wenden kann, bevor man eben alleine dasteht, die dann eben auch nützliche Tipps hat, beratend zur Seite stehen kann, selber schon Geburtserfahrung hat und einen wirklich auf einem gemeinsamen Weg bestärken kann, dass Geburt ein ganz, ganz tolles Erlebnis sein kann. Und wenn es dann gegebenenfalls nicht so war, wie man erhofft hat, aufgrund diverser Umstände, das dann eben danach auch gemeinsam aufzuarbeiten, dass eben nicht ein, sag ich mal, bitterer Nachgeschmack bleibt, sondern dass das wirklich aufgearbeitet ist und man dann trotzdem vielleicht positiv damit abschließen kann, um gegebenenfalls auch für eine weitere Schwangerschaft dann nicht blockiert zu sein oder große Ängste zu entwickeln. Und ich finde das unglaublich spannend und ich habe wirklich mit ein bisschen Tränen in den Augen auf Absenden der Anmeldung gedrückt und muss auch wirklich sagen, dass ich Tränen hatte, als die Anmeldebestätigung gekommen ist, weil das ist, glaube ich, wirklich was, wo ich mich absolut drin sehe, wie gesagt, jetzt im Moment im ersten Schritt, was dann vielleicht danach noch folgt mit Weiterbildung und vielleicht dann doch noch weitergehen zur Stillberaterin, weil Doula wäre tatsächlich bei dieser Schule auch etwas, wo man dann angenommen werden wird, weil man dann eben diese Erfahrung schon mitbringt. Oder wie gesagt, vielleicht in ein paar Jahren doch Hebamme, ich weiß es nicht. Aber im jetzigen Moment freue ich mich unglaublich drauf, dieses Thema anzugehen. Und es ist jetzt das totale Quatschvideo. Ich weiß, ich bewege mich hier nicht, ich sitze hier einfach und erzähle euch, aber ich glaube, das ist einfach jetzt hier die passende Atmosphäre, weil es geht ja darum, was ich rede und inhaltlich. Und ich habe wirklich, nachdem ich das gemacht habe, gedacht, krass, ich kann das wirklich tun. Also es ist nicht nur, dass ich da eben ein Thema finde, was ich interessant finde und vielleicht mal ein bisschen lese oder da eben auch auf Instagram mit aktiv bin, sondern ich kann da wirklich mich drin ausbilden und damit dann arbeiten. Also es ist wirklich die Möglichkeit da, sich das einfach zu tun, was man als Traum hat. Und das hat mich so überwältigt, dass ich gedacht habe, ja krass, ich kann es einfach tun, ich kann es einfach machen und ich freue mich so. Also vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, vielleicht freut ihr euch mit mir. Ich habe auf Instagram schon gefragt, interessiert euch, dass ich euch da mitnehme während meiner Ausbildung und wie es dann weitergeht, wie ich mich damit fühle und wie es dann eben auch danach ist, wenn es dann hoffentlich tatsächlich auch in die Umsetzung geht. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich so richtig und bin so gespannt, wo es letztendlich hingeht. Also
wie viele Frauen ich dann betreuen darf, begleiten darf. Ich bin jetzt schon so aufgeregt und so nervös. Ich warte nur die ganze Zeit drauf, dass schon mein Online-Zugang kommt, dass ich die ersten Sachen schon mir durchlesen kann. Es gibt gewisse Pflichtlektüre, die man durcharbeiten muss. Und ey, ich schache mit den Hufen. Ich freue mich wirklich so, so sehr auch auf die anderen Frauen, die diese Ausbildung auch machen. Was sind das für Frauen? Gibt es dann vielleicht da gegebenenfalls ein Netzwerk, was man sich aufbauen kann? Und ich freue mich so richtig. Ich freue mich so richtig. Und ja, freue mich, dass ich euch das jetzt erzählen durfte. Schreibt mir unfassbar gerne in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind, was ihr davon haltet, ob es auch euer Interesse weckt, soll ich euch mitnehmen, eure Fragen dazu vielleicht auch. Ich habe euch jetzt einfach mal hier in diesem Video meine Gedanken, also wirklich vom ersten Step bis jetzt, wo ich jetzt stehe, Anmeldebestätigung ist da und die Ausbildung startet in 3 Monaten. Ungefähr, ja. Ja, also schreibt mir unglaublich gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, ihr freut euch einfach mit mir. Seid ja entweder überrascht von meiner Entscheidung oder habt vielleicht sowas in der Richtung auch schon kommen sehen. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch und ja, euch hoffentlich auch dann auf meiner Reise mitzunehmen. Ich trinke jetzt hier noch in Ruhe meinen Kaffee zu Ende. Den habe ich vor lauter Quatschen nämlich jetzt überhaupt nicht getrunken. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben.